Boya ist immer auf der Suche nach neuesten Technologien. Und mit dem Thema 3D-Druck habe ich eben die Möglichkeit, individuellste und personalisierteste Brillen herzustellen. Das, was wir hier auf der Messe präsentieren, ist für den Optiker der Sprung in die nächste Dimension. Wir haben bei Uniqlo das allererste Mal den Weg von der Individualisierung hin zur Personalisierung getrieben. Wir bieten das erste Mal ein vollständig personalisiertes Endprodukt, nämlich die komplette Brille an. Und für uns ist das Sehen das Wichtigste für den Kunden. Wie können wir bestes Sehen mit bestem Aussehen verbinden? Und das ist Uniqlo heute. Im Wesentlichen versuchen wir über den Scan des Gesichtes dreidimensional die Physiognomie aufzunehmen. Dann positionieren wir die Brillengläser an der optimalen Stelle und bauen quasi die Fassung drumherum. Sie müssen aber keine Kompromisse bei der Fassung eingehen, denn die können Sie weiterhin frei wählen. Sie wird einfach angepasst. Dass man diese starke Individualisierung einer Kunststofffassung vornehmen kann, gerade für etwas speziellere Ansprüche des Gesichtes, spezielle Nasenformen. Die Fassung anzupassen auf die Physiognomie des Trägers. Das gelingt jetzt mit unserem ersten Vision-Centric-Produkt, also eine echte Innovation. Ich habe einen sehr hochwertigen 3D-Scanner, der eine Aufnahme macht von meinem Kopf, meinem Gesicht. Und ich kann um dieses herum, um diese Daten herum, dann eine perfekt sitzende Brille machen, aus dem 3D-Drucker, mit dem dazu perfekt sitzenden Brillenglas. Es ist sehr interessant zu sehen, wie der Computer quasi aus diesen zwei Seitenmotiven das Frontbild macht und man dann halt die Brillenfassung entsprechend im Gesicht simulieren kann. Das ist schon sehr interessant. Erst im Zusammenspiel Optiker, das Fachwissen des Optikers und das, was das System an Möglichkeiten bietet, entsteht ein bestmögliches Produkt für den Kunden. Custom Made ist auf jeden Fall ein großes Thema und das ist sicher hier ein guter Ansatz. Klar, muss man sich dann nicht mehr so viele Fassungen an Lager legen. Auf der anderen Seite reduziert es natürlich auch mein Warenlager, weil heutzutage ist ja das Warenlager selten unter 500 bis 1000 Stück, meistens auch darüber. Und dadurch, dass ich die Auswahl ja so riesig habe, wir haben jetzt starten mit 18 Modellen, die aber in bis zu 12 Farben verschiedene. Das heißt, wenn man das aufdatiert, habe ich ein Fassungslager, ein virtuelles Fassungslager von fast 140 Stück bei mir. Wenn gesehen wird, wie individuell ich auf Kunden eingehen kann, wie wichtig sie sind, wie sehr sie im Fokus stehen, da eine noch größere Kundenbindung letztendlich zu generieren. Okay, ich gehe jetzt weg von preisaggressiven Kämpfen und so weiter und gehe hin zu maximaler Individualität. Ich denke, dass Uniqlo eine sehr große Chance darstellt und dass dementsprechend auch diese neue Technik einschlägt wie eine Bombe. Wer am Puls der Zeit bleiben möchte, muss sich mit dem Thema auf jeden Fall auseinandersetzen. Es wird die Zukunft sein wahrscheinlich für uns. Der Maßanzug für die Augen. Damit kann man sich sicherlich in seinem Umfeld etwas abgrenzen und etwas abheben. Und dabei auf jeden Fall begeistert uns das System. Wir finden es gut.